Hallo zusammen, mein Name ist Thomas Schwarz und ich bin bei Puma für die Torhandschuhe zuständig und stelle euch heute den neuen Future Pro SGC vor. SGC steht für Semigun Cut, da komme ich aber später nochmal drauf zurück. Aufgebaut ist der Handschuh aus einem Strickbody und ihr seht, der ist so geriffelt. Das heißt also, diese dickeren Bereiche gibt eben mal die Stabilität im Handschuh. Und der dünnere Bereich ist eben sehr dünn, damit auch wirklich atmungsaktiv, dass auch Luft an die Hand kommt, dass man nicht eben zu arg schwitzt. Zusätzlich ist er dann eben unten noch mit dem Riegel, mit dem elastischen ausgestattet, damit man ihn wirklich schön unten fixieren kann. Im oberen Bereich Finger- und Punchingzone ist Latex, weil er eben schön weich ist und auch Grip liefert, wenn man den Ball faustet. Der Daumen wieder mit dem Wrap von oben ausgestattet, damit eben hier auch wieder die maximale Latex-Kontakt zum Ball herrscht. Der Daumen selber ist innen genäht, dass man auch eine schöne Stabilität hier im Daumenbereich hat. Jetzt kommen wir eben auf den Schnitt, auf den SGC Semigun Cut. Warum das? Weil es eben im Fingerbereich oben ein Gun Cut ist, hat aber nicht diese lästige Naht, die man sonst von Gun Cut kennt, wo halt eben störend ist, wenn man den Ball fängt, sondern man hat wirklich hier die maximale Fangfläche durch den Rollfinger. Im unteren Bereich der Mesh, das auch atmungsaktiv ist, aber man hat eben keine störende Nähte mehr hier. Der Daumen im Innennaht mit dem Wrap von oben, damit man hier auch eine schöne Stabilität hat. Als Belag haben wir den 4mm Supersoft Latex. Im Vergleich zum Pro-Modell haben wir hier eben keine Innenlatex, sondern ist innen normaler Textil. Sieht man auch hier. Das ist eben dann der Grund, dass dann hier eben kein Grip von innen ist, aber dafür dann auch, wenn man reingeht, wesentlich leichter in den Handschuh reinkommt. Wenn man den dann anzieht, zumacht, sieht man eben, sitzt super, keine Falten, sehr weich und trotzdem in den Fingern sehr eng, weil eben da wirklich der Latex sich um die Finger rum schmiegt. Und dadurch halt auch wirklich eine gute Stabilität hat und eine gute Fangsicherheit hat. Der Handschuh kommt dann auch mit den anderen Future-Handschuhen im Januar auf den Markt. Und genau, ist dann auch bei torwart.de erhältlich.